In diesem Jahr hat sich RTL eine Neuerung für das Sommerhaus der Stars ausgedacht. In der sechsten Staffel des großen Reality-Formats fliegt nämlich nicht das Paar aus der WG, das die meisten Nominierungsstimmen hat. Nein, die beiden unbeliebtesten Paare müssen fortan in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Achtung, Spoiler-Sternchen, in der zweiten Folge erhalten Roland Heitz und Janina Korn die meisten Stimmen. Auf dem zweiten Platz landen Yassin und Samira Zielinger ebenso wie Almklausi und seine Marita. Aus diesem Grund dürfen Roland und Janina wählen, gegen wen sie antreten möchten. Sie entscheiden sich für den Partysänger samt Anhang, da haben wir die größeren Chancen. Samira und Yassin bleiben verschont. In der Exit-Challenge setzten sich Klaus und Marita durch. Roland und Janina müssen gehen. Im Sommerhaus-Talk mit Frauke Ludowig äußerte sich Janina zum Auszug unter Tränen: Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele gegen uns zusammenrotten. Es ist einfach, sich anzuschließen und zu sagen, Janina und Roland haben nicht viel im Haushalt gemacht. Am ersten Abend beispielsweise habe ich 1,5 Stunden lang gespült. Roland zeigte sich in der Show versöhnlich. Die Chemie mit den anderen Paaren habe einfach nicht gestimmt. Alle Folgen Sommerhaus der Stars sind vor Ausstrahlung auf RTL bereits auf TVNOW zu sehen. Sternchen Affiliate Link.